störende Hintergrundgeräusche haben. Unten sehen wir ebenfalls so ein kleines Chat-Symbol, das auch angeschrieben ist mit Chat. Dort könnt ihr direkt eure Fragen stellen und die stelle ich dann nachher an Barbara Steinemann stellen. Sie tut zuerst das Referat halten und eine Präsentation als Einführung. Und dann kommen wir zu der Fragerunde. Nachher machen wir dann das Mikrofon auf, dass man direkt kann Fragen stellen kann. Es ist mir eine ganz besondere Freude, dass wir heute einmal nicht über Corona reden. Ich glaube, die meisten Leute haben ein bisschen die Schnurren voll, wenn ich das so sagen darf, von dem ganzen Corona-Thema und haben es etwa langsam gehört. Und man könnte meinen, in letzter Zeit es gäbe gar keine anderen Themen mehr. Aber alles andere gibt es natürlich nach wie vor. Und darum freut es mich, dass das heute nicht Hauptpunkt ist, auch wenn es vielleicht irgendwo dann gestreift wird. Ich begrüße ganz herzlich Nationalrätin Barbara Steinemann. Es ist mir eine riesige Freude, dass sie heute da ist und sich Zeit nimmt, über ein Thema zu reden, wo sie wirklich eine ausgewiesene Expertin ist. Ganz ein wichtiges Thema, die ganze Sozialindustrie, die auch mich beschäftigt als Kommissionspräsident im Kantonsrat. Man hört ja gerade in den letzten Tagen immer wieder, wo überall Geld ausgegeben wird und wo man noch will, zusätzlich Geld ausgeben. Man könnte meinen, das ist irgendwo unbegrenzt. Man wird ja auch einen Vaterschaftsurlaub jetzt noch einführen, obligatorisch. Das heisst mehr Lohnabzüge. Über das stimmen wir dann im September ab. Das Parlament will ja die Übergangsrenten einführen und so weiter und so fort. Und dabei müssen wir ja mal zuerst schauen, dass wir die bestehenden Sozialwerke sichern können. Wir haben dort grosse Probleme und Barbara Steinemann wird jetzt etwas darüber erzählen. Danke dir ganz herzlich und bitte, Barbara. Ja, guten Abend miteinander. Freut mich, dass ihr alle so zahlreich erschienen sind. Wie es der Benni schon gesagt hat, ich habe auch die Nase voll von diesem Corona-Thema und will wieder zurück zu unseren Wurzeln, das, was uns beschäftigt und wo wir auch als SVP ein Thema haben, das wir beachten, das wirklich nötig ist, dass man das den Leuten offenlegt. Ich sehe seit 10 Jahren in einer grossen Gemeinde die Sozialhilfeakte nie und muss sagen, ich bin entsetzt. Und man sieht es ja ein bisschen. Auch, man hat es ja ein paar Mal ist das aufgeflackert in den Medien. Nämlich beispielsweise bei Hagenbuch oder beim Carlos oder bei sonst gewissen grossen Fällen, wie viel das Leute für, wie viel das die Beamten und Experten und Profis für einen einzelnen Fall ausgeben pro Monat. Ich gebe Ihnen dann noch einen Haufen Beispiel, aber ich werde zuerst anfangen mit ein paar Ausführungen allgemein zur Sozialhilfe. Die Sozialindustrie knüpft eigentlich fast immer an die Sozialhilfeempfänger an. Vielleicht manchmal noch an die Ergänzungsleistungsbezüger oder die jungen IV-Rentner mit den Ergänzungsleistungen. Und es gibt fast keine wirtschaftlich selbstständigen Leute, die die Sozialindustrie sich austoben kann. Ich gebe Ihnen, wenn Sie das sehen, geschätzte Teilnehmer, dann gebe ich Ihnen gerne einmal einen Überblick über die geltenden, seit dem 1. Januar 2020 geltenden Sozialhilferichtlinien. Oder? Wenn Sie als Haushalt eine Einzelperson sind und Sie gehen in Ihrer Wohngemeinde an den Schalter ran und sagen, ich will gerne Sozialhilfe, dann müssen Sie gewisse Auflagen erfüllen und gewisse Bedingungen. Die würden Sie wahrscheinlich alle nicht erfüllen, wo Sie dazu geschaltet sind, weil Sie viel Vermögen haben, weil Sie nicht, nicht bedürftig sind. Aber wenn bei jemandem, der die Voraussetzungen erfüllt sind, der würde das Folgende bekommen, 900, also 1'000 Franken, das ist quasi das Bargeld pro Monat. Und dann, je nach Gemeinde und je nach Wohnungswert, kommt er auch noch eine günstige Wohnung über. Für einen Personenhaushalt sind das in Regensdorf bei uns etwa 1'050 Franken. Dann sind alle Sozialversicherungsbeiträge vom Steuerzahler übernommen. Sie sehen hier KVG Erwachsene.
ist bei uns in der Gemeinde ungefähr, habe ich beobachtet in den letzten Jahren, 437 Franken. Und dann AHV, IV, das sind die 960 Franken, die jeder Haushalt in der Schweiz muss zahlen, damit der AHV, IV versichert sind. Das sind 45 Franken pro Monat. Und dann sehen Sie da die situationsbedingten Leistungen, das ist eine Schätzung. Und so kommt man in unserer Gemeinde Regensdorf etwa auf 2630 Franken pro Monat. Das ist für einen Einzelhaushalt. Und dann sehen Sie, wenn Sie mir, das sind Durchschnittswerte von einer Alleinerziehenden mit Kind oder von einem Ehepaar ohne Kind. Und so können Sie eigentlich, je grösser Haushalt Sie haben, desto Anrecht haben Sie auf mehr Bargeld, mehr grössere Wohnungen und alle Krankenkassenprämien werden gezahlt. Und das alles ist noch nicht alles. Die Kostenrichtlinien umfassen fast 160 Seiten. Und ich habe mir einmal Mühe gemacht, alle durchzuschauen. Und die zusätzlichen Ansprüche, die sind in den ganzen 160 Seiten verstreut und das sind es ungefähr. Zahnarztkosten wäre ein eigenes Kapitel. Also Zahnarztkosten, da habe ich schon für fast 10'000 Franken für junge Leute Gebisssanierungen gesehen und Zahnkorrekturen. Und das Extremste, was ich gesehen habe, für ein Kind, das war für ein zweijähriges Kind aus einer fremden Kultur, hat Zahnarztrechnungen für 3'300 Franken. Oder? Und der Zahnarzt schreibt ein neues Didakten rein. Mangelhafte Mundhygiene, Kind wird mit Süßigkeiten gefüttert und, und. Nicht, wie haben sich eigentlich die ganzen Sozialhilfekosten in den letzten paar Jahren entwickelt? Nicht. Da haben sie da 2003 hat der Bund angefangen, alle Sozialhilfekosten von allen Gemeinden und Kantonen zusammenzählen, Statistik machen. Da sind es noch 1,22 Milliarden Franken gewesen. Und 2018 ist die letzte Statistik vorgekommen. Da sind es bereits 2,83 Milliarden gewesen. Alle Gemeinden und alle Kantone zusammen. Aber da kommt noch der Teil vom Bund. Sie wissen, für alle Asylbewerber, für alle anerkannten Flüchtlinge und für alle vorläufig Aufgenommenen zahlt er 5 Jahre bzw. 7 Jahre Pauschale, 1'500 Franken pro Monat, pro Person. Einfach so Handgelenk mal Pi an Kantone, die ganz der Gemeinde den grössten Teil weiter. Und das ist die Kostensteigerung, die wirklich wo wirklich extrem ist. Das muss man also noch dazu rechnen. Und dann haben wir eine Statistik, die ist interessant, wenn man jetzt alle Personen zusammenzählt, die Sozialhilfe beziehen in den Gemeinden, dann kommen wir auf die folgenden Kategorisierungen nach Herkunft. Oder? Wir haben knapp 42% mit einem Schweizer Pass. Aber ich muss Ihnen sagen, also ich würde sagen, 75-80% der Sozialhilfeempfänger haben einen Migrationshintergrund und auch einen Namen, den man vielleicht nicht unbedingt gerade aussprechen kann. Und viele sind schon eingebürgert worden, natürlich zu einem Zeitpunkt, wo sie noch nicht Sozialhilfe bezogen haben. Aber Schweiz ist nur in Anführungszeichen. Und wir haben sehr einen grossen, immer mehr steigenderen Anteil von Leuten aus Afrika. Oder? Das sieht man auch im Strassenbild. Wir haben doch auch Asiaten, vielleicht ein bisschen unterschiedlich verteilt, Chinesen und so haben wir jetzt weniger. Und übrige Europa, auch die nehmen leicht zu, vielleicht nicht zuletzt auch natürlich wegen der Personen, Freizügigkeit. Also, das ist ein kurzer Überblick über die Sozialhilfeleistungen und die Sozialhilftendenzen. Und jetzt haben wir ja eigentlich das Thema Sozialindustrie, oder, wo man so die Schlagzeilen kennt von eben Hagenbuch und dem Carlos. Und ich fange an mit einem ganz einfachen Beispiel, wo gerade letzthin in meiner Gemeinde war.
ist nicht ein besonders teures, aber ich finde das ein unglaublich verwerfliches Beispiel. Da ist jemand aus dem ehemaligen Jugoslawien bei uns schon seit 2002 in der Sozialhilfe. Seit 18 Jahren. Oder ununterbrochen in unserer Gemeinde in der Sozialhilfe. Und eigentlich immer in der gleichen Wohnung. Und es gibt eine Stiftung, die heißt Stiftung Domizil. Und die hat seinerzeit so eine Art wie eine Mietegarantie übernommen für die Person. Und jetzt hat offenbar die Sozialhilfeempfängerin etwa ab dem Dezember nicht mehr zuverlässig Mieten einem Vermieter überwiesen. Es ist aber noch nichts passiert. Aber die Stiftung Domizil, so ein Teilnehmer in der Sozialindustrie, die haben das wieder überkommen. Und jetzt sagen die uns, die Frau hat fehlende Wohnkompetenzen und sie müssen 12 Stunden an 125 Franken diese Frau beibringen, dass sie jeden Monat muss pünktlich Miete überweisen muss. Und eigentlich Selbstverständlichkeiten, oder? Eigentlich Sachen, die auch unser Sozialamtschef könnte persönlich machen oder auch ein Sozialarbeiter von der Gemeinde. Ja, das war als Angebot auf unserem Tisch für 1500 Franken dann insgesamt. Und dann haben wir uns lange gefragt, wieso muss jemand, der eigentlich bisher 18 Jahre lang sicher die Miete immer überwiesen hat, jetzt ein paar Mal hat es Theater gegeben, wieso muss da gerade ein Sozialarbeiter von einer Sozialfirma dastehen und für 125 Franken die Person quasi erziehen? Die Wohnraumsicherung und die Hilfe beim Wohnen, das Beispiel ist nicht unbedingt so selten. Wir haben schon Leute gehabt in der Sozialhilfe, die wirklich Theater hatten beim Wohnen. Die haben zum Beispiel einfach den Müll rausgerührt oder sie haben nicht richtig gelüftet oder sie haben wirklich nicht gezahlt oder sie haben das Theater gemacht in der Wäschküche. Und dann sind so Firmen gekommen und haben denen angeboten, sie denken, uns helfen, quasi denen lernen, wohnen beibringen, wie man wohnt. Wenn Sie auf den Bildschirm schauen, Wohnbegleitung, das ist einer von diesen Player und quasi der Beschreib von seinem Angebot. Die Mietenden werden befähigt, ihren Wohnraum langfristig zu sichern. Und die Rechnung kommt dann amig. Die Rechnung kommt dann amig an die Gemeinde für etwa 125 Franken in der Stunde. Aber nicht nur Wohnbegleitung ist ein Angebot, sondern auch der Markt mit den Übersetzungen oder wie das heisst in der Fachsprache, kulturelle Vermittlung ist ein Angebot, das immer mehr um sich greift. Oder? Nicht, Sie kennen das vielleicht aus der Schule. Es gibt einen Elternabend und kaum jemand kann Deutsch von den Eltern, also muss man für jede Sprache einen Übersetzer anzaubern. Und das machen dann die auch. Und am Schluss kommt ja doch niemand, aber man hat den Übersetzer für teures Geld herbestellt. Und das ist eine boomende Branche, die interkulturelle Vermittlung. Und da sehen Sie auf dieser Folie, was das für ein Wachstumsmarkt ist. Oder? Wir haben Einsätze im Gesundheitswesen, oder? Wenn jemand aus einer anderen Kultur mit einer anderen Sprache, wo kein Deutsch kann, oder vielleicht noch ganz schwach Deutsch kann, muss den Blinddarm operieren oder eine Geburt bevorsteht oder so. Dann muss das Spital eine solche interkulturelle Vermittler mit Fachbereich Gesundheit stellen. Oder Einsatz Soziales, das haben wir in den Sozialämtern gar nicht gern, weil die erklären dann denen, was auf was sie alles Anspruch haben, also auf jede Zahnarztkosten, auf jede Krippenkosten etc. etc. Und dann die Einsätze im Bildungsbereich, eben das ist das vor allem mit den Schulen und mit den Eltern, die kein Deutsch können und dann auch ein Wachstumsmarkt ist, einsetzen andere, das ist vor allem aus dem Asylbereich.
Auch das von der Caritas. Caritas ist da ein führender Player, aber es gibt auch einen ganzen Haufen andere. Andere Firmen, die da einen Haufen Vermittler haben. Interkulturelle Vermittlerinnen. Das ist der Beschreib quasi im Prospekt. Und das ist von der Caritas-Abteilung Luzern aus dem Angebot heraus. Tarif ist zwischen 125 und 135 Franken in der Stunde. In der Regel muss man es gerade für anderthalb Stunden stellen. Und das kostet dann uns als Gemeinde etwa 200 Franken. Oder? Eigentlich müssten wir ja wirklich in der Schweiz darauf aus sein, dass man die Leute Deutsch lernen. Und, ja. Und via Sprache unsere Kultur und kennenlernen und sich integrieren. Aber wenn wir natürlich das ganze Angebot präsentieren, dann haben sie natürlich auch keinen Anreiz, sich da die Sprache aneignen. Also, und dann gibt es weitere Angebote, vor allem im Zusammenhang natürlich mit Integration. Oder? Leute aus einem fremden Kulturkreis, die in der Regel via Asylschiene dahergekommen sind, nicht, da weiss man ja noch nicht, was die alles für Talent haben und ob die überhaupt unsere Sozialkompetenzen haben, wie zum Beispiel Pünktlichkeit, Sauberkeit, Umgangsformen etc. Nicht? Lassen wir mal die Sprache beiseite. Und mit dem verdienen sehr, sehr viele Firmen Geld. Das ist eine Industrie, da hat niemand mehr den Überblick. Nämlich die sogenannte, wie ich sie nenne, Integrationsindustrie. Nicht, da geht es zum Beispiel, das ist aus einem Flyer raus, wo der Gemeinde präsentiert wird, Berufs- und Arbeitsintegration im ersten Arbeitsmarkt, nicht. Da kommen dann mehr oder weniger junge Leute, vielleicht aus Eritrea oder so. Nicht, da hat man mal zuerst müssen abklären, was denn die überhaupt schon können. Und dann hat man vielleicht gemerkt, ja, in Eritrea haben sie auch eine Schule besucht, dort haben sie Klimatik gehabt, aber Deutsch können sie natürlich nicht und zuverlässig sind sie auch nicht. Ja, da kann man es noch nicht. Da kann man es natürlich keinem Arbeitgeber zumuten oder andrehen. Also wird da mal zuerst ein Abklärungskurs den Gemeinden angeboten. Nicht? Man will es ja schliesslich, als Gemeinde muss man ja schliesslich die Leute weg haben vom Sozialamt. Und das ist also eine unerschöpfliche Quelle. Zum Beispiel, ich nehme jetzt ein paar so, wie soll ich sagen, Kurs oder Angebot vorlesen. Schlüsselkompetenzen aneignen. Leute können sie zum Beispiel 3 Monate lang für 1500 Franken zahlen, als Gemeinde den jungen Leuten Schlüsselkompetenzen aneignen. Eben, wie geht man um, was haben wir für Hygiene und so, oder Bewerbungstrainingskurs. Nicht da lernt dann jemand, der vielleicht schon mal im zweiten Arbeitsmarkt, also im künstlichen Arbeitsmarkt gearbeitet hat, lernt dann, wie man sich muss bewerben. Belastbarkeitstraining, oder? Etwas auch, wo wir in Europa von unseren Eltern und durch Schulwesen etc. beigebracht bekommen haben. Belastbarkeit, ein paar Stunden durchzuschaffen, oder? Das ist ein Angebot. Früher, das hat schon früher gegeben in der Schweiz. Aber natürlich nur ganz niederschwellig und nicht so breit. Jetzt sind es vor allem die ehemaligen Drogensüchtigen und die ehemaligen Alkoholiker, die man so wieder versucht, in den Arbeitsmarkt zurückzubringen. Heute sind eigentlich laut Aussage von einem Sozialfirmenchef sind etwa 70% aus dem Asylbereich. Potenzialabklärung, nicht hat der eher ein Talent für zum Rüebli rüsten oder eher zum Putzen etc. und so. Würde man dann quasi wie eine Berufsempfehlung geben und nachher natürlich mit all diesen Einsätzen, die eine Gemeinde muss zahlen muss, damit jemand kann einen Einsatz, sage jetzt mal, in einer Reinigungsfirma oder in einem Restaurant darf machen, also quasi der junge
die junge Person aus dem Asylbereich lernt dann zu arbeiten. Und die Gemeinde muss dafür zahlen. Und sie sehen hier auch, was es da alles für Tarife hat. Also ein also Basisangebot 2250 Franken im Monat. Das ist eher ein teurer Kurs. Oder da Modul 1 1140 Franken. Oder Stundenansatz für individuelle Beratung. Nicht? 140 Franken. Oder da, die AZ ist sicher der wichtigste Player in dem ganzen Bereich, in der Integrationsindustrie, also die Asylorganisation Zürich. Und wir könnten da unsere Leute, in der Regel Asylpersonen, aber man könnte auch irgendeinen sozial schwachen Schweizer dorthin schicken, nicht zum Beispiel in die Arbeitsvermittlung für 120 Franken pro Stunde schicken, ins Bewerbungscoaching oder in die Handwerkstatt für 1700 Franken pro Monat. Und das kann er nachher dann in seinem Lebenslauf angeben. Nicht, und wir hoffen durch das, dass er sich bessere Chancen kann ausrechnen im Arbeitsmarkt. Also die Integrationsindustrie ist etwas, ja, da hat niemand mehr den Überblick, wie gesagt. Und das ist sicher eine boomende Branche, ob dann am Schluss tatsächlich die Leute einen Arbeitsplatz finden können, das steht dann immer in den Sternen, weil eine Erfolgsgarantie haben sie nicht. Und unsere Sozialarbeiterin, die jetzt 7 Jahre lang bei unserer Gemeinde war und am Anfang sehr erfolgreich, auch noch vielleicht Leute vermittelt hat, was jetzt nicht unbedingt gerade gedacht hat, ihr seid, in diesen 7 Jahren, wo sie jetzt hier zu Regensdorf ist, ist es einfach wahnsinnig viel schwieriger geworden, sozial schwächere Leute noch in den Arbeitsmarkt hineinzubringen, obwohl sie ein gutes Beziehungsnetz hat, sie immer besseres im ganzen Kanton und überall immer nachfragen. Dann im Zusammenhang mit Kind ist es auch eine ausufernde Angelegenheit geworden. Nicht? Sicher häufigste Angebote, wo Gemeinden konfrontiert sind Erziehungshilfen. Das heisst in der Fachsprache sozialpädagogische Familienbegleitung. Und das hat skurrile Fälle darunter. Oder auch Fälle, wo ich jetzt auch würde sagen, ja, vielleicht bringt das etwas. Zum Beispiel, ich gebe Ihnen einfach mal ein Beispiel aus meiner Gemeinde. Eine Alleinerziehende hat 2 Kinder im Alter von 10 und 3 Jahren. Und ja, das geht aus den Akten schon für sie, ist ein bisschen überfordert mit denen und da ist das Kindeswohl gefährdet. Oder? Das hat es schon immer gegeben und wird es auch immer geben. Aber wichtig ist oder, als Gemeinde, dass man da etwas macht, dass man dieser Person vielleicht jemanden heimschickt, der dann eben auch versucht, bei dieser Mutter eine Verhaltensänderung anzubringen, damit sie das Kind nicht mehr ausrastet, damit sie dem Kind jeden Morgen, damit das Kind weckt, das Morgen gibt und auch in die Schule schickt, nicht so ganz alltägliche Sachen beibringt. Aber ich finde es fast pervers, was Sozialarbeiter daraus gemacht hat. Nicht? Für das Beispiel, die Alleinerziehende mit den 2 kleinen Kindern, 2 Einsätze pro Woche an 3 Stunden, eben Erziehungshilfe leisten, die kostet 120 Franken. Der Stundenansatz ist noch relativ günstig, ich habe schon 150 Franken gesehen. Sie kommt für im Monat 39 Stunden. Und das kostet, sage und schreibe, 4680 Franken. Ich habe aber schon Schlimmeres gesehen. Eines der extremsten Angebote, wo aber Cash dann verfügt hat und wir nichts mehr zu sagen haben als Gemeinde, sind 32'000 Franken für ein halbes Jahr gewesen. Das sind 5'337 Franken. Da ist eine Frau 5,5 Stunden gekommen am Stück. 2-mal in der Woche, das sind 44 Stunden pro Monat gewesen. Und ja, ich meine 5'340 Franken. So viel verdient jemand,
die 42 Stunden lang pro Woche arbeiten, oder? In der Regel. Und wo vielleicht Arbeitserfahrung, nicht? 5'000, das ist ein bisschen unter dem schweizerischen Durchschnitt vom Verdienst. Und die kommen mit 44 Stunden arbeiten pro Monat. Zocken die so viel ab. Aber die Familienbegleitungen, nicht, das sind an sich, ist das etwas Gescheites, oder? Es gibt Mütter, Väter, wo man muss helfen, damit man das Kind nicht muss wegnehmen, damit es nicht noch eine strengere Massnahme gibt. Aber Sozialarbeiter haben ein ganz perverses Angebot daraus gemacht. Und wenn dann das eben nicht fruchtet oder nicht angemessen ist, dann gibt es noch Kinderheim. Nicht. Und das ist dann natürlich das Extremste. Das ist dann für eine Gemeinde wirklich das Teuerste. Und aus dem Grund, unter allen Umständen zu vermeiden, aber Sie wissen, manchmal muss man das halt einfach, zahlen, wie das Kind wohl vorgeht, wie es besser für das Kind ist. Ich gebe Ihnen auch da zwei, drei Beispiele. Aufenthalt für ein Kleinkind. Wir haben ein einjähriges Kind gehabt, das hat man müssen der Mutter wegnehmen. 350 Franken im Tag. Und wenn das ein Jahr dort gewesen wäre, hätte das 130'000 Franken pro Jahr gekostet. Kein einjähriges Kind kostet sonst so viel Geld. Oder? Und das ist halt, weil Dutzende von teuren Sozialarbeitern quasi auf dem Kind oben hocken und in seinem Namen dann Betreuung und alles gut machen wollen. Darum ist das so teuer. Etwas vom teuersten, was ich Schlagzeilen gemacht habe, ist für 19'000 Franken. Da hat ein Vater aus Afghanistan die Mutter umgebracht. Dann war die Mutter da und der Vater ist in Untersuchungshaft gekommen. Die haben 3 Kleinkinder gehabt. Jedes Kind hat 19'000 Franken Heimkosten für die Gemeinde produziert. Das war die Gipfoberfabrik im Fricktal. Und das Kinderheim, das hat 9 Plätze gehabt. Jetzt kann man ausrechnen, wenn sie für jedes Kind 19'000 Franken kassiert, dann kommt das Kinderheim 165'000 Franken im Monat über. Nicht? Das Teuerste, was ich schon je in meiner Gemeinde gesehen habe, ist für einen etwa 14-Jährigen, der auch schon kriminell geworden ist, 20'700 Franken. Aber es war dann wirklich die höchste Stufe gewesen. Es war nicht ein Kleinkind, sondern ein Jugendlicher, der intensive Betreuung gebraucht hat. Und man fragt sich natürlich schon, wo geht das Geld überall her? Und dann das Allerletzte, was ich ansprechen möchte, das sind Frauenhäuser. Nicht? Das ist natürlich so, dass Frauen in uns leider geschlagen werden und in der Regel kommen sie aus einer fremden Kultur. Und sind also keine Schweizerinnen oder Europäerinnen, die sich selber zu helfen wissen und zu einer Freundin können oder sonst ein Beziehungsnetz haben, sondern man muss es aus dem Milieu, aus dieser Familie rausholen. Und das kommt einer Gemeinde ganz, ganz teuer. 3 Beispiele aus meiner Gemeinde. Das teuerste war eine eritreische Mutter mit 3 Kleinkindern, ist ins Frauenhaus. Es hat uns 24'800 Franken pro Monat gekostet. Nicht? Eine Mutter mit 3 Kleinkindern. Da fragt man sich schon, was kostet so viel? Ein eher günstiger Fall, aber immer noch teuer. Mutter mit Kleinkind. Das war eine Frau aus dem ehemaligen Jugoslawien, 11'700. Und wir haben einmal einen sehr langen Fall gehabt, darum war er auch extrem teuer gewesen. Mutter mit 2 Kleinkindern aus dem muslimischen Kulturkreis. Die haben 17'821 Franken pro Monat gekostet. Man fragt sich, was ist so teuer? Ich bin dann in dem Fall dieser Frage nachgegangen und habe Journalisten noch recherchieren lassen. Und die sind dann zurückgekommen und haben gesagt, ja, das sehe ich halt noch einen Haufen psychologische Betreuung. Also auch dort, man weiss, etwa 70-80% von diesen Kosten sind Personalkosten. Das ist halt so eine intensive Betreuung.
Und darum kommt das alles so teuer. Nichtsdestotrotz finde ich, das muss man nicht einfach hinnehmen, sondern die Strukturen von dieser Sozialindustrie, die muss man durchschauen und sollte man durchbrechen. Und dann wäre es auch nicht mehr so teuer, weil an sich ist das ja alles ein nötiges Programm, also von der Integrationsindustrie, über Frauenhäuser, über Familienbegleitungen. Es ist alles nötig, aber es müsste einfach auf keinen Fall, es dürfte einfach auf keinen Fall so teuer sein. Jetzt mache ich mal einen Punkt und gebe zurück an Benny Fischer. Ja, danke vielmals, Barbara Steinemann, für die ganz interessanten Ausführungen. Was im Chat gerade als erstes interessiert, der Walter Portmann fragt sich, was ich mich auch schon lange frage, warum dass man eigentlich immer noch so viel Geld gibt und eben nicht direkt Naturalien, das heisst Miete, Krankenkasse und wiederkehrende Kosten direkt zahlt durch die Behörden. Und dann einfach Essensbon zum Beispiel und den Rest halt in einem bescheidenen Sackgeld. Die SVP hat ja auch schon diverse Vorstöße gemacht, eben dass zum Beispiel Krankenkassen oder Mieten direkt können von der Gemeinde eingefordert werden. Warum ist das nicht möglich? Ja, es ist wahrscheinlich einfach faktisch nicht möglich, oder? Wenn sie nicht... Unsere Gemeinde hat, ich weiß nicht, 15 Leute auf dem Sozialamt und da sind viele aber auch noch für anderes zuständig, Alimentenbevorschussung und Ergänzungsleistungen. Nicht? Dann bleiben vielleicht noch etwa 10 Leute für die klassische Sozialhilfe. Oder? Und wenn sie da müssten Essensbon rausgeben, dann würde das wahrscheinlich extrem viel Personal erfordern. Nicht? Wir haben zum Teil Leute, denen geben wir nicht einfach das Geld für zum Miete zahlen, sondern wir zahlen die Miete selber. Einfach weil zum Teil sind sie zu kaputt, zum Teil sind sie unzuverlässig, zum Teil haben sie jetzt einfach einen Anspruch auf Sozialhilfe. Aber wir wollen eigentlich möglichst keine Scherereien haben. Weil wenn sie würden zur Wohnung ausfliegen, dann müssten wir eine neue Wohnung besorgen. Weil das ist dann der Fall, wenn die Leute Kinder haben. Oder sobald Minderjährige in einem Haushalt leben, hat die Gemeinde eine Verpflichtung. Nicht, wenn es zwei Erwachsene sind oder ein Erwachsener, dann kann uns das wurscht sein, was die machen. Aber sobald es Kinder sind, im Spiel sind, da hat die Gemeinde eine Verpflichtung. Also ich glaube, man geht den Weg vom Bargeld auszahlen, halt einfach darum, weil es am wenigsten Verwaltungskosten verursacht. Das ist die Antwort. Eine weitere Frage, die sich noch stellt, ist, ob man dann irgendwie den Erfolg von diesen ganzen Massnahmen, die ja so unglaublich viel kostet, auch misst. Also weiss man dann, wie gross der Erfolg ist? Gibt es da irgendwelche Zahlen? Hat das mal jemand probiert zu eruieren, was das wirklich bringt unter dem Strich? Ja, das ist eine ganz gute Frage. Nein, nicht. Und ich muss Ihnen sagen, es interessiert auch gar niemand. Ich war völlig entsetzt gewesen. Wir hatten mal ein ganz unverschämtes Angebot gehabt. Da hat der Kanton Zürich einen jungen Eritreer, einen klassischen Eritreer, oder? So einen jungen Mann mit farbigen Schuhen und Goldkettel um den Hals, der von Regensdorf, haben sie gesagt, oh, wenn wir den ein bisschen bilden, dann hat er sicher Aussichten auf einen Job. Und dann hat der Kanton angefangen, dem ein ganz teures Integrationsangebot zu sponsern, nämlich für 3.385 Franken pro Monat im sogenannten Work for You, das ist irgendeine Stiftung mit in Zürich. Und dann irgendwie nach 5 Monaten haben sie gefunden, ja komm, jetzt sollen sie da weitermachen, die Regensdorfer, und haben uns quasi den Antrag gestellt, wir müssen jetzt das weiter finanzieren. Und dann habe ich gesagt, also was kostet 3.385 Franken im Monat, um jemandem lernen, arbeiten, beibringen? Und dann sind wir mit den Sozialbehörden dort hergegangen und dann ist es so ein verdoppelter Leiter dort gsi,
Und der hat dann uns die Laubsägelerei gezeigt und hat uns den PC gezeigt, wo er seine 19 Schäfli, oder, beibringt, wie man den PC bedient. Und dann noch das Deutschkurszimmer hat er uns gezeigt und so. Mehr war eigentlich nicht dahinter gewesen. Und dann habe ich ihn noch gefragt, ja, wenn dann der in die nächste Institution kommt, tun sie dann dem seine Nattelnummer sich merken und dann nachher noch quasi wie die Nachhaltigkeit von ihren Massnahmen prüfen. Ja, nein, für das haben sie also nicht auch noch das Personal. Also es interessiert auch gar niemand in diesen Institutionen. Nicht? Man zahlt einfach, sie holen einfach das Geld, tun da ein bisschen PC beibringen und ein bisschen Schreinerlehre, für sich auf die Leute auf eine Schreinerlehre vorbereiten und ein bisschen dieses und das beibringen. Aber ob denn das nachher nachträglich eine Anschlusslösung da ist und ob der dann in ein paar Jahren wirklich mal einen Job gefunden hat, einen Arbeitgeber gefunden hat, das interessiert gar niemand. Ich bin völlig entsetzt gewesen und mein negatives Bild von der Sozialindustrie hat sich voll bestätigt. Das ist ein eindrückliches Beispiel, das du da erzählst. Du hast gesagt, der Kanton hat da einfach entschieden, ja, der muss jetzt da die Ausbildung finanziert bekommen. Da eine weitere Frage von Walter Portmann. Wer entscheidet darüber, welche Person welche Ausbildung bekommt und wer wirklich für was auch geeignet ist? Ja, in dem Fall ist es der Kanton und ich vermute, es gibt ja so eine Fachstelle für Integration. Und der ist wahrscheinlich irgendwie mal dort hergekommen, wie auch immer, und die haben dann nicht, die schauen dann die jungen Leute an und tun dann irgendwie entscheiden, die meinten, ist Hopfen und Malz verloren und wenn man vielleicht in den investiert, dann kann man noch etwas rausholen. Nicht? Oder es hat mir, ich war letztens bei der SVP, ich weiß nicht, in Luzern gewesen, und dann hat mir ein junger Typ erzählt, er arbeite bei Migros, wo so eine Logistik, also die, die alles die Logistik machen, von der Migros, und sie gehen regelmässig von diesen Sozialämtern in diesen grossen Gemeinden fragen, können wir jemanden aus dem Asylbereich haben, wir wollen jemanden beibringen, wie man schafft, da in der Logistik. Und er hat gesagt, kein Sozialamt hat ihm wirklich mehrere Leute geschickt. Wieso ist das so? Wahrscheinlich sind die Sozialämter, und auch uns gehört dazu, einfach zurückhalten. Nicht? Wenn ein Arbeitgeber und dann so ein grosser wie der Migros einmal eine negative Erfahrung gemacht hat mit einem, wenn einer eben nicht zuverlässig war oder wenn einer einfach nicht mehr gekommen ist oder die Kunden falsch behandelt hat, nicht? Dann hat das natürlich, dann schwätzt sich das umeinander. Und darum sind die Sozialämter sehr, sehr zurückhaltend mit den Leuten, mit den Arbeitgebern, die Leute zuzuweisen. Aber die Frage war eigentlich eine andere, nämlich wer entscheidet, welche Ausbildung. Ja, und wir haben auch Sozialarbeiter in der Gemeinde, die sich die Asylpersonen anschauen. Oder vielleicht, ich sage jetzt einfach mal, die sozial Schwachen, das können Schweizer sein. Und nachher muss man abschätzen können, wer kapiert das alles, wo man denen beibringen will. Und wer kapiert es wahrscheinlich nicht. Oder wir sagen, es dürfen alle mal zum Arbeiten schicken in so ein Beschäftigungsprogramm, wo alle Elektroschrott sortieren müssen. Und wenn natürlich einer schon nach 2 Stunden nach Arbeiten abreibt und heimgeht und immer den Rücken wehtut oder dieses und jenes ist oder schon gar nicht kommt, nicht, dann kann man mit dem auch nichts machen. Aber so müssen, und das sind durchaus professionelle Sozialarbeiter, so müssen die entscheiden, ja, in den lohnt es sich zu investieren und in anderen nicht. Wir kommen ja vom Bund auch Geld über, oder? Früher waren es 6'000 Franken gewesen, das ist ja eine lächerliche Summe, oder? Wenn man denkt, wie teuer das die Programme sind, jetzt hat es der Bund erhöht auf 18'000 pro Flüchtling und pro vorläufig aufgenommen. Aber man schätzt in der Gemeinde, dass es so eine richtige Ausbildung, so eine mehrjährige Ausbildung zwischen 40 und 100'000 Franken würde kosten.
Aber man ist natürlich gezwungen, irgendwie etwas zu machen, oder? Wenn Sie so einen 20-jährigen Eritreer haben und einen 30-jährigen Syrer, oder? Dann haben Sie die Wahl zwischen noch bis 65 Sozialhilfe und noch eine AHV mit Ergänzungsleistungen, die dann eine Gemeinde muss zahlen, oder investieren und noch hoffen, dass er etwas wird. Das ist das grosse Problem der Gemeinden. Barbara, darf ich noch redaktionell reinreden? Deine Kamera ist ausgeschaltet. Müsstest du ohne wieder frei. Jetzt ist es super. Jetzt ist gut. Danke. Okay. Jetzt sehen wir dich wieder. Sehr gut. Aber letztendlich ist das immer noch die Sozialbehörde, die dann kann entscheiden kann, machen wir oder machen wir nicht. Ja, genau. Aber wir hören natürlich schon auf unsere Angestellten, oder? Wenn einer sagt, jawohl. Da könnten wir etwas machen. In diesen Kurs könnten wir ihn schicken. Er hat auch oder sie hat auch den Wunsch, in der Gastronomie tätig zu sein. Oder? Ja, dann muss man das bewilligen und dann tut man es eben auch ganz, ganz, ganz sorgfältig begleiten. Und man, die Leute, die Firma, die muss uns dann immer einen Zwischenbericht bringen. Mhm. Nicht? Es ist eine schräge Welt, oder? Die müssen dann immer, es gibt, unsere Sozialarbeiter sagen, die Sozialfirmen, die versprechen den Jungen immer ganz einen Haufen, schauen, wie kommen, wenn wir die Ausbildung machen, dann können wir nachher einen Job über, oder? Und werden quasi reich in dem Land und können Geld einschicken und so. Aber so ist es eben leider nicht, oder? Arbeitgeber in der Schweiz, vor allem auch die, niedrig qualifizierte Arbeitsplätze, also Gastro, Reinigung etc. Die nehmen lieber einen günstigen Deutschen, der die Sprache versteht, pünktlich ist, der eine Arbeitsmoral hat, der da sozialisiert worden ist in Europa. Oder? Was wollen die als Experiment eingehen mit jemandem aus Afghanistan, der ein völlig anderer Kulturkreis ist? Wie siehst du da auch den Zusammenhang zu der Personenfreizügigkeit? Ich meine, wir haben es gesehen, auch Sozialhilfebezüger aus dem EU-Raum sind steigend, aber andererseits, wie du jetzt gerade ansprichst, verdrängen natürlich auch die, die man über Personenfreizügigkeit holt, die schon da sind. Und es ist tatsächlich so, auch man hat immer das Programm im Kanton Zürich, Eritreer als Erntehelfer bei den Bauern einzusetzen. Aber die sagen auch, also die haben lieber einen aus Polen oder aus Portugal, wo die Sache schon kennt und wo man mit der Personenfreizügigkeit ganz einfach kann holen und nicht muss noch sehen, aus- und weiterbilden und Sprache lehren und Pünktlichkeit. Das ist genau so, ja. Es gibt wenige Ausnahmeerscheinungen, also Gemüsebauern, ich komme ja aus dem Vorteil, wo einen Haufen Gemüsebauern haben, dort hat es schon ein paar Leute aus dem Asylbereich und die Arbeitgeber sind auch total happy mit denen. Die haben wahrscheinlich nicht so viele Programme durchgemacht, eben mit Belastbarkeitstraining und dieses Beibringen, sondern das sind jetzt einfach Leute aus einem anderen Kulturkreis, aber die es gecheckt haben, wie wir da in Europa funktionieren. Jetzt hat Urs Tschudin, er schreibt einen selbstkritischen Kommentar, die Sozialarbeiter, das sind ja in der Regel links gefederte Gutmenschen, die einfach gerne fremdes Geld ausgeben, und das tut dann nicht weh. Aber wo sind dann die ganzen SVP-Sozialarbeiter und allgemein SVPler, die in diesen Berufen auch als Betreuer arbeiten zum Beispiel? Es gibt einfach zu wenig SVPler überall in diesen Bereichen. Siehst du das auch so? Ja, das sehe ich auch so, oder? Und das ist natürlich etwas, wo wir uns Bürgerlichen müssen vorwerfen, oder? Die Linken haben das Feld besetzt, oder? Und mit unseren öffentlichen Geldern schalten und walten und sich gegenseitig die Aufträge zuschalten, oder? Ich habe auch schon ein paar Mal den Vortrag gehalten und habe dann auch manchmal gefragt, schauen Sie, Publikum, also ich schaue jetzt mal da das Publikum an, oder? Ich sehe da eine Unternehmerin, ich sehe einen Zahnarzt, du als Angestellter, Martin als Geschäftsführer, oder? Jetzt frage ich euch, würdet ihr euren Job an den Nagel hängen, eine Umschulung machen und ab sofort dann nur noch, ich sage jetzt einfach etwas, afrikanische Frauen beibringen, wie man da Kinder wickelt und wie man Waschmaschinen bedient und so?
Also, wenn man die Stundenansätze sieht, wird sich vielleicht der eine oder andere überlegen. Und da kommt die Frage von Andreas Meyer, der sich fragt, wie die Stundenansätze zustande kommen können. Also, er staunt da nur und fragt sich, ob denn da keine Konkurrenz spielt. Und ob das einfach festgegeben wird und dem Niveau der Sozialarbeiter irgendwo entspricht. Wo das ja vom Staat haben, ja. Ja, eben genau. Wir Bürgerlichen sind natürlich auf, wir sind auf Wirtschaftlichkeit trimmt, also unseres auf Wertschöpfung, oder? Und die Sozialarbeiter haben da ganz ein anderes Denken. Und die Frage vom Andreas Meyer ist natürlich genau der wunde Punkt, oder? Die haben natürlich ein Kartell untereinander. Ein Bericht vom Bundesrat über die Sozialfirmen hat zeigt auf, wie es 120 Franken mittlerweile Mindestpreis ist und dann gäbe es Angebot bis zu 170 Franken pro Stunde. Das habe ich noch nie gesehen. Aber genau in dieser Bandbreite belaufen sich die Preise, die Stundenansätze. Und sie sind eigentlich alle zu den gleichen Bedingungen, oder? Immer zwei Einsätze bei der Familie, so und so, pro Woche, an so viele Stunden. Und dann kommen sie immer irgendwie auf etwa 3.500 bis zu 5.500 Franken im Monat. Nicht? Und ob das alles am Schluss etwas bringt, das weiss man auch nicht, oder? Weil KESB spielt in dem Bereich ganz preistreibende Rollen, oder? Seit das KESB kann machen, seit da KESB dabei ist, nicht früher sind ja wir von der Sozialbehörde, also in der Gemeinde sind wir Vormundschaftsbehörde gsi und haben das eigentlich alles noch im Griff gehabt, aber seit da eine neue Behörde genommen ist, die sich nicht muss in die Karten hineinschauen lassen, ist das alles noch viel dubioser geworden. Die können natürlich einfach nicht ein richtiger Fall aus meiner Gemeinde. Wir hatten letztens so eine grosse Aussprache mit der KESB, weil wir alle nicht so einverstanden sind, wie die das so machen. Und dann hat die Schulleiterin von der Primarschule Regensdorf dem KESB-Chef Folgendes vorgeworfen. Sie haben letztens eine Gefährdungsmeldung gemacht für ein Kind, das das Gefühl hat, die Eltern gehen nicht so recht mit dem um. Die Entwicklung sei von dem Kind gefährdet. Nachher hat KESB irgendetwas gemacht und die Schule hat bis heute, Monate später, keine Rückmeldung. Man weiss einfach nicht, was mit dem Kind passiert ist. Ist es fremdplatziert worden, kommt es nicht mehr in die Schule, einfach so nicht mehr in die Schule. KESB kann eigentlich machen, was sie will. Oder? Und sie kann diesen Firmen in die Aufträge verteilen und niemand kontrolliert das. Und das treibt natürlich die Preise auch in die Höhe, oder? Entschuldigung, jetzt bin ich noch stumm gewesen. Ein ganz wichtiger Punkt, die KESB, da gibt es wirklich ganz einen Haufen extreme Probleme. Aber das wäre dann wieder einmal ein Thema für einen gesonderten Stamm. Aber du hast angesprochen, die Sozialbehörde hat an Einfluss verloren. Ich kann gerade sagen, zum Glück haben wir ja noch SVPler in den Sozialbehörden, aber es gibt ja Pläne von der Regierungsrätin Jacqueline Fehr, die Sozialbehörden weiter zu entmachten, dass die eigentlich gar nicht mehr wirklich entscheiden können und alles nur noch über die Fachpersonen läuft. Wie stehst du da dazu? Ja, das ist wie quasi das Ende vom Milizsystem. Nicht die Linken, die wollen natürlich die Kompetenzverlagerung. Dort, wo der Bürger noch ins Zeug hinein schauen kann, sei das im Baubereich oder sei das oder mitbestimmen kann, egal wo, bei dem Thema Steuern oder etc. Dort haben wir noch Ordnung, oder? Und da im Vormundschaftswesen und im Sozialwesen ist es natürlich ganz ähnlich, oder? Die Linken wollen natürlich ihre eigenen Beamten, ihre eigenen, wollen die natürlich quasi, wie soll man sagen, ohne lästige Mitsprache vom Volk, ohne dass die Leute erfahren, was da für Aufträge rumgeschanzt werden, wollen die quasi Geld ausgeben. Und darum sollen kritische Behördenmitglieder entscheiden und nicht nur Verwaltungsangestellte, sogenannte Profis. Oder?
Darum ist das wichtig und es wäre auch wichtig, dass wieder die Kespe ein bisschen entmachtet wird, weil heute könnt ihr machen und tun und machen, wie es wollt. Früher haben wir die Verwaltung in den Gemeinden, also eigentlich die gleichen Leute, die jetzt bei der Kespe sind, aber man hat noch so eine Art wie Checks and Balances gehabt, nämlich ein Laiengremium, die Sozialbehörde, die in der Rolle als Vormundschaftsbehörde. Und seit das nicht mehr ist, seither haben wir also Probleme mit dem Vormundschaftswesen und mit dieser Kespe. Ja, eine weitere Entwicklung ist ja die Kantonalisierung. Wir haben ja die Abstimmung im September, eine unter ganz vielen Abstimmungen, wo wir kommen, über den Soziallastenausgleich, wo einfach sagt, dass der Kanton mehr oder weniger nachher zahlt, vor allem eben für die Gemeinden, die viel Soziallasten haben. Führt das nicht einfach dazu, dass nachher auch bei den Gemeinden gar kein Interesse mehr da ist, die Kosten im Griff zu haben, wenn ihr nachher einfach den Kanton die Rechnung zahlt und im Kanton haben sie eh keine Ahnung, was das für Leute sind und was da genau abgeht. Also am Schluss ist irgendwie niemand mehr richtig verantwortlich, um das mal oben runterzubringen. Ja, also die Kantone, die Sozialhilfe kantonalisiert haben, und die Kantone, die quasi weg sind vom Milizsystem und nur noch Profis, nur noch Angestellte darüber entscheiden lassen, die haben eine extreme Kostensteigerung hinter sich. Also namentlich Genf, was total zentral ist, oder? Auch in den kleinsten Gemeinden, oder? Da entscheidet einer im Verwaltungsgebäude in Genf, City, entscheidet über seine Leistungen. Dort ist es extrem teuer und im Kanton Bern, wo es vor etwa 15 Jahren die Gemeinde weggenommen hat, die Kompetenzen, alles verregionalisiert und verkantonalisiert haben, ohne dass irgendein gewählter Gemeinderat in der Gemeinde noch in die Dossiers hineingesehen hat. Das hat einen unglaublichen Kostenschub zur Folge gehabt. Und das hat, die Entwicklung hat der Kanton Zürich nicht durchgemacht, eben genau, weil da noch kritische Leute wie ich oder wie andere, die in der Sozialbehörde sind oder im Gemeinderat in ihrer Gemeinde, gerade weil die eben, das wird Kosten dämpfen, gerade weil die eben noch in Dossiers sind, oder? Das wird Kosten dämpfen. Die Abstimmung im September betrifft meines Wissens die Ergänzungsleistungen, oder? Und bei den Ergänzungsleistungen sagt man, wenn einer mal IV hat oder wenn er AHV hat und es langt nicht, dann gibt man noch quasi die Sozialhilfe in Form von Ergänzungsleistungen. Und der Unterschied ist, dass sie mit einem Sozialhilfeempfänger in der Gemeinde natürlich arbeiten müssen. Mit dem müssen sie noch etwas machen. Und mit dem IV-Rentner und mit dem AHV-Rentner muss man quasi nichts mehr machen. Also dort ist die Sozialhilfe in Form von Ergänzungsleistungen ist dann quasi einfach noch ein Geld, wo man dem überweist, aber Bedingungen erfüllen muss er quasi nicht. Und ja, das ist ein Unterschied, ja. Wir haben einen Haufen Kommentare, eben auch Leute, die sich aufregen über die enormen Beträge und natürlich immer auch den Vergleich eben zu einem Rentner, der das Leben lang gearbeitet hat und mit der AHV weniger überkommt. Das ist natürlich etwas, wo die Leute wirklich nicht verstehen. Ich würde sonst aber gerne dann einmal das Mikrofon darunter aufmachen, falls jemand gerade direkt eine Frage stellen will. Meldet euch bitte melden, entweder mit dem Handzeichen, einfach so. Ich hoffe, ich sehe es dann. Oder man kann auch unten, gibt es ein Feld, das heisst Reaktion. Da kann man zum Beispiel einen Daumen hoch machen. Dann sehe ich euch auch. Ich schaue gerade, wer hat eine Frage. Wer möchte direkt eine Frage an Barbara Steinemann stellen? Ich sehe im Moment gerade niemanden. Dann, was vorher noch, jetzt habe ich Walter Portmann gesehen, aber jetzt ist mir gerade noch schnell in den Sinn gekommen, eine ganz kurze Sache. Du hast vorhin eben von diesen jungen Asylpersonen geredet, wo natürlich die Minderjährigen immer anders behandelt werden, das ist klar, aber woher weiss man denn eigentlich ganz genau, wie alt die wirklich sind? Ja, das weiss man nicht. Und man hat Statistiken über quasi Geburtsdaten von diesen jungen Leuten und ich glaube, bei den jungen Minderjährigen, unbegleiteten Minderjährigen,
Sie steht irgendwie bei 2/3 geboren am 1.1. und dann irgendein Jahrgang. Das heisst, es ist eine Schätzung. Nicht im Bundesamt für Migration, dort hat es einen Haufen Spezialisten, die herausfinden können, ob einer wirklich Eritreisch kann oder ob er Afghanisch kann und ob er wirklich aus dem der Dialekt hat von dieser Region, die er behauptet. Darum kann man quasi in der Schweiz kann man nichts von etwas vormachen. Man nimmt jetzt quasi einen Somalier auf und es ist in Wirklichkeit ein Eritreer oder umgekehrt. Aber man hat natürlich von vielen, die meisten kommen ohne Dokument, also weder irgendwie mit einer NID, noch mit einem Pass, noch mit sonst irgendeiner Geburtsurkunde oder so dorthin, sondern in der Regel ja nur mit dem Handy. Und darum ist es für unsere Behörden total schwierig, herauszufinden, wer das wirklich ist und ob er wirklich so heisst und über das alles ist, was er vorgibt. Aber es stimmt, statistisch gesehen ist glaube ich, jeder vierte, auch Erwachsene, mit Geburtsdatum 1.1. registriert und das Geburtsjahr wird einfach wird eine Schätzung sein von diesen Beamten. Aber immerhin gibt der Bund zu, von den allermeisten, die sich in diesen UMA-Stationen, also in diesen Institutionen, Heim für unbegleitete Minderjährige befinden, gebe 30% irgendein unwahrscheinliches Geburtsjahr an oder Alter an. Also im Gegensatz zum deutschen Staat tut der Schweizer Staat quasi die Leute nicht anlügen und irgendeinen 30-Jährigen als 15-Jährigen deklarieren, sondern sagt einfach, die Leute, unsere Asylbewerber lügen uns an, aber wir haben es gemerkt und 30% gehören jetzt zu dieser Kategorie. Okay. Dann hat der Walter Portmann eine Frage. Wir hören dich leider nicht. Jetzt ist irgendetwas mit dem Mikrofon. Stimmt, glaube ich, nicht. Dann hätte ich da noch eine Frage, Beni, zu dem, was Barbara gerade erzählt hat. Ich habe das schon mehr gehört, Barbara, in deinen Vorträgen. Und ich habe einen Mitarbeiter, und der ist ein Iraker und hat am 1. Januar Geburtstag gemäß Ausweis. Mhm. Ich habe den natürlich auf den Zahn gefühlt. Oder? Ich sage, ja, du hast denn du ein bisschen beschissen, wo du in die Schweiz gekommen bist. Mhm. Und er hat mir erzählt, ja nein, das war halt eben so gewesen. Der wird jetzt gerade 40. Dass bei ihnen zweimal im Jahr irgendwie ein Tross Verwaltungsleute ins Dorf gekommen sind und dann haben die Geburtenerhebungen gemacht. Und seine Brüder haben alle am 1. Januar oder am 1. Juli Geburtstag im Pass. Ja, ich weiss ja nicht, wie das heute mit den Jungen ist. Oder? Ich nehme an, die werden heute in diesen Ländern auch moderner sein, aber offenbar ist das früher schon eine Erklärung, warum das so viel oder Asylbewerber, die in der Schweiz sind, das Geburtsdatum haben? Es gibt unterschiedliche Erklärungsansätze. Nicht der Heinz Brand, der ja 25 Jahre lang im Kanton Graubünden der Migrationschef war, der hat immer gesagt, das ist alles erstunken und erlogen. Ausser in Afghanistan, in 3 Provinzen, hat man bis vor kurzem überall auf der Welt Geburtsurkunden gehabt und Geburtenregister. Und hat immer alles sauber registriert. Gut, in Iran oder Irak ist es schon möglich, oder, dass die vor 40 Jahren das so gemacht haben. Aber Spezialisten sagen, auch in Eritrea und im Sudan und in all diesen Ländern, wo jetzt die heutigen Asylbewerber kommen, auch dort sagt man so modern, schon gewesen vor 30 Jahren und hat das immer jede Geburt sauber rapportiert. Also die Meinungen gehen auseinander. Gut, dann frage ich jetzt nochmal, ich weiß nicht, hat sich der Walter Anken vorher auch gemeldet? Genau, ich habe vermutet, du hättest mich verwechselt mit dem Walter Portmann. Nein, ich habe schon den Walter Portmann gemeint, aber wie immer mit dem Karton kam, ich probiere es nachher nochmal, ob es für ihn funktioniert, aber bitte, Walter Anken. Kurze Frage, oder? Barbara Steinmann hat schon gesagt, wegen den Kosten durchbrechen. Oder? Was haben wir eigentlich für Möglichkeiten, um die Kosten mal durchbrechen? Ich meine, in Anbetracht dessen, ganze Corona mit der massiven Verschuldung in diesem Land und so, müssten wir doch die Sozialhilfe mindestens auf das Notwendige abschrauben. Was haben wir für Möglichkeiten in diesem Land, dass wir das endlich wieder in einen vernünftigen Rahmen hineinbringen?
Also was die Sozialhilfe an sich betrifft, oder? Da hängt natürlich alles an diesen Aufenthaltsbewilligungen. Oder? Ich meine, was wollen wir mit fast 40'000 Eritreer in diesem Land, wo etwa 36'000 davon von Sozialhilfe leben? Meine, da müssen wir natürlich ein Umdenken haben und schon auch die da sind, wieder zurückführen bzw. einfach die Geldhahnen abdrehen, oder wenn man es nicht zurückführen kann. Aber auch andere. Ich habe am Anfang das Beispiel genannt mit einer Frau, die seit 2002 in der Sozialhilfe ist, dauernd, also ununterbrochen, wie es auch im Verwaltungsdeutsch heisst. Ja. Die kommt aus mehrmaligen Jugoslawien, ist geschieden, hat eine C-Bewilligung. Ist wahrscheinlich als Familiennachzug von einem Flüchtling daher gekommen. Sie können, das ist doch eine Zumutung, für den Steuerzahler, der 18 Jahre lang Sozialhilfe zahlen. Und die können doch wieder zurück in das Land um ehemalige Jugoslawien. Sie wird dort unten kein Beziehungsnetz haben, sie wird aber auch da kaum ein Beziehungsnetz haben. Oder? Das Dreh- und Angelpunkt ist halt einfach das Migrationsamt, Migrationsämter, die Kraft nicht haben, die Aufenthaltsbewilligungen zu entziehen. Und die Richter mit ihrer Praxis, da hat es noch ein Kind, das Kindeswohl erfordert, dass jetzt das Kind nicht aus der Schule rausgerissen wird und zurück auf Bosnien oder wo es nicht woher muss in die Schule. Oder so werden dann Ausreden quasi oder Gründe konstruiert von unseren Richtern, die dann nachher das am Schluss einfach ja, zu unseren Lasten entschieden werden. Und dann bei der Sozialindustrie ist natürlich auch ganz, ganz schwierig. Also, mir kommt das Beispiel in den Sinn von der Martina Wircher. In Aarburg ist sie Sozialamt-Chefin, Sozialvorsteherin. Oder? Und dann bei der Altenpflege ist es ja ganz ähnlich. Oder? Die Spitex, die hat auch so ihre abgesteckten Feld. Und kann quasi Preise diktieren. Und dann hat sie mit einem anderen Anbieter einen Vertrag gemacht und hat die Kosten fast können halbieren. Wir haben das eben in Regensdorf auch einmal wollen. Wir haben quasi jemanden mit einem Sozialarbeiterdiplom wollen anstellen, gegen in Problemfamilien, gegen für einen wesentlich tieferen Tarif, also dann nicht 120 Franken, sondern vielleicht 50 Franken in der Stunde, dort für Ordnung sorgen. Ja, Kesp ist die, die uns reinfunkt, oder? Und natürlich der Kanton, der das alles kantonalisieren will. Und dann können die Gemeinden einfach nur noch zahlen, haben aber nicht mehr die Entscheidungsbefugnis. Oder? Die meisten Fälle von denen sind Kesp-Fälle. Und Kesp tut die Aufträge verteilen. Und wir sehen dann nur noch die Übersicht über die Kosten und müssen dann die Rechnung zahlen. Das System ist grundsätzlich falsch aufgeleistet, zulasten der Gemeinden, zulasten des Steuerzahlers. Ja, es ist echt traurig, dass wir einfach müssen hoffnungslos zuschauen müssen, wie die Kosten ins Uferlosen gehen. Und wir können nichts machen in unserem Land. Wir haben eine direkte Demokratie. Wir sollten doch die Möglichkeit haben, auf politischem Weg das Ganze wieder in irgendeine Schranke zu weisen. Oder? Ich meine, wir haben auf Bundesebene eine Schuldenbremse eingeführt. Das war möglich gewesen, oder? Mhm. Wir müssen doch irgendwie können, in diesem Kanton oder grundsätzlich im Land, die Kosten wieder so plafonieren, dass sie in einem vernünftigen Rahmen sind. Oder? Das ist das, was wir uns wünschen. Oder? Das ist so. Und ich habe schon sehr oft Kantonsräte, auch aus anderen Kantonen, so vorgefertigte Anfragen gebracht, wo ich gefragt habe, was kostet das, wie viele Aufträge sind für dieses und jenes rausgegangen. Die Kantone, die haben zum Teil nicht mal, hat einfach niemand den Überblick. Die wissen zum Teil einfach nicht, welche Hand das welche Aufträge vergibt und zu welcher Anzahl und zu welchen Bedingungen etc. Also Transparenz ist natürlich auch ein Fremdwort. Wahrscheinlich wird Transparenz noch vieles Geschäft verderben. Was mir so langfristig vorschwebt, oder? In ein paar Jahren will der Kanton, das ist eigentlich schon das übernächste Jahr, will der Kanton über alle Heimplatzierungen die nicht bei der KESB sind und über alle Familienbegleitungen, die nicht bei der KESB sind,
selber verfügen. Oder? Da wollen kantonale Beamte uns Milizler, uns Gemeinden das Feld ganz wegnehmen. Und dort habe ich eben einfach das Gefühl, dort muss man dann mal mit einer Volksinitiative anhand von ein paar Beispielen zeigen, wie die Aufträge umgeschoben werden und was da für Summen verteilt werden. Weil, du hast schon recht, oder? Jetzt kommen dann noch ein Haufen Leute aus der Corona-Krise, die in der Sozialhilfe sind. Und plus, es kommen auch laufend, auch während der Corona-Zeit sind immer noch mehr Asylpersonen dazugekommen. Es kommen ja nicht nur die Asylpersonen dazu, die quasi auf dem klassischen Weg kommen, oder? Die über das Mittelmeer hineinkommen, durch Italien durch, und dann kommen sie an einen Chiasso, ins Zentrum Chiasso und stellen dort einen Asylantrag. Sehr viele Asylanträge werden gestellt durch Geburten, also Asylpersonen oder anerkannte Flüchtlinge kommen ein Kind über, das löst das Asylgesuch aus. Da in der Schweiz. Oder viele Leute kommen Familiennachzug über, oder dann kommt vielleicht irgendeine Ehefrau und drei Kinder aus Afghanistan oder irgendein Ehemann mit mehreren Kindern aus Eritrea oder so. Das führt nachher dazu, dass die Kosten so explodieren und dass die Firmen so viele Aufträge haben. Oder? Es sind nicht einmal nur einfach die Leute, die daher kommen, sondern unser Staat holt die noch aktiv. Oder? Via Familiennachzug. Das ist auch mal noch eine Aufgabe von der SVP, wo man ganz klar den Leuten sollte, aufzeigen. Das ist tatsächlich eine von unseren ganz wichtigsten Aufgaben, wo wir auch tagtäglich dran sind, gegen den Wahnsinn anzukämpfen. Letztendlich braucht es natürlich immer politische Mehrheiten. Und das ist jetzt auch schwieriger geworden, natürlich mit dem links-grünen Parlament, sowohl im Kanton als auch im Bund. Aber vielleicht das einzige Positive an dieser ganzen Krise, dass das sicher wiederkehrt in 3 Jahren, weil die Leute einfach sehen, dass das mit dieser Geldverteilungsmaschinerie nicht funktionieren kann. Jetzt würde ich fragen, Walter Portmann, funktioniert das Mikrofon? Und sonst eventuell die Frage einfach im Chat stellen. Ich kann Walter muss selber freigeben. Er hat sein Mikrofon nicht freigeben. Ich kann ihn nicht freimachen. Genau. Und sonst würde ich sagen, sollte Walter Portmann, sonst kannst du deine Frage einfach im Chat stellen und ich stell sie dann. Und jetzt hat sich, glaube ich, der Andres Meier noch gemeldet. Habe ich das richtig gesehen? Ich. Ja, Markus Vogt. Aber zuerst wäre Andres Meier. Okay. Müsste ich auch noch das Mikrofon schnell aufmachen. Unten links bist du umschalten. Ah, genau. Sehr gut, danke. Also in den letzten Jahren ist sehr viel Politik gemacht worden mit dem, dass man auf die Straße geht. Das hat man beim Klima gesehen. Man sieht es beim Militär, man hat es bei den Atomkraftwerken gesehen und irgendwie haben die Demonstrationen schon die Aufmerksamkeit auf die Probleme gelenkt. Und ich frage mich echt, ob man auch nicht einmal mit den explodierenden Sozialkosten einmal auf die Straße gehen und einfach demonstrieren. Dann werden wir vielleicht auch von den Medien ein bisschen ernst genommen und es wird wieder ein Thema. Was halten die da davon? Richtig. Das klingt also. Ja. Ja, bitte, Barbara, ja, man hört dich. Ja, also, ja, es ist wieder wie anknüpfend an das, wo wir vorhin schon gesagt haben, oder? Die Linken dominieren das Ganze. Nicht? Auch demonstrieren ist kein Charakterzug von uns Bürgerlichen, oder? Wie da mit diesen Hilfsangeboten und so, nicht die Alleinerziehenden zu besseren Eltern erziehen, oder? Das ist einfach nicht unseren Bürgerlichen ihre Berufung, oder? Und mit diesen Demos, nicht, das hängt natürlich auch damit zusammen, dass die Medien diesen Aufmerksamkeit widmen. Und ich kann Ihnen sagen, in den letzten paar Jahren bin ich so vielen Medien gesehen, oder? Und alle sind sich bewusst um das Problem und staunen, wenn ich da die Beispiele sage. Aber gemacht
haben sehr, sehr wenig Medien etwas draus. Also ich bin wirklich überall gewesen, beim Blick, Sonntagsbericht, bei der NZZ gewesen, das Jahr mehrere Stunden und habe dann all die Beispiele erklärt. Das Einzige, was nachher interessiert hat, sind quasi, wie unsere Sozialarbeiter den Asylbewerber beim Zahnputzkultur der Schweiz beibringen. Da wollen sie einen Beitrag daraus machen. Aber all die Angebote, die unverschämt sind, das hat sie irgendwie, das haben sie zur Kenntnis genommen. Aber irgendwie passt es halt nicht so in die heutige Zeit rein, wo Corona ist, wo Klimapanik macht und so. Da bin ich völlig demotiviert, enttäuscht von unseren Medien, oder? Ja. Hagenbuch war gut, gewesen, beim Fall Carlos auch, und immer wieder kommt ein bisschen etwas, aber einfach so richtig einen Überblick hat eigentlich nur zwei, drei Mal die Weltwoche gemacht und einmal die Beobachter. Ja, ich wollte sagen, es wäre genau wichtig, dass die Themen in der Öffentlichkeit präsenter werden. Und es gibt dann manchmal so einzelne Fälle, du hast es angesprochen, wo man kann personalisieren kann, wo man kann sagen, das ist jetzt ein so ein Skandal und dann schleichert es den wochenlang durch alle Medien. Aber dabei müssen wir wirklich mal allgemein über das System dahinter berichten, wo ein riesiges Problem ist. Und eben, solange das Problembewusstsein eben nur bei uns da ist, bringst du eben die Leute auch nicht auf die Straße, oder? Weil die meisten kennen das Problem gar nicht. Und wie es Barbara richtig gesagt hat, bei unseren Leuten braucht es einfach einen wahnsinnigen Leidensdruck, bis die Leute tatsächlich würden auf die Straße gehen. Also, solange es dem Bürgerlichen noch einigermaßen gut geht und er noch seinen Job hat und seine Miete kann zahlen und so, geht er nicht auf die Straße, oder? Das ist halt schon ein bisschen so. Jetzt hat sich der Markus Hug gemolden. Bitte. Heute zusammen, es geht um Folgendes. Ich kenne eine Person, die arbeitet in einem Heim mit körperlich und geistig behinderten Personen. Und das geht dort auch um Sozialkosten. Und das Problem ist, was ich gehört habe, ist, die sind zum Teil so, gerade die körperlich Behinderten sind zum Teil so in Programmen, wo der Physio regelmäßig kommt. Jetzt ist das ganz elementar für die Leute, dass sie den Spielraum, den sie mit ihrem Körper haben, dass sie das trainieren. Jetzt schreibt aber irgendetwas vor, ich weiß nicht was, dass man regelmäßig Fortschritt erzielen muss. Und es gibt kurz genommen halt einfach auch Leute, die sind irgendwann angeschlagen, dort, sie können nicht mehr. Und dann wird das ganze Programm von dem Physio gestrichen, weil sie keinen Fortschritt mehr erzielen. Also es ist Hanebüchen, oder? Auf der anderen Seite Leute, die wir jetzt da von dir, Barbara, gehört haben, wo das Geld mit beiden Kübeln zum Fenster rausgerührt wird, aber für die eigenen Leute oder für die Leute, die nichts dafür haben, wo das substanziell ist, hat man dann auf einmal kein Geld mehr. Ja, der Unterschied ist eben wahrscheinlich, dass man bei diesen körperlich Eingeschränkten kann einen Fortschritt messen kann. Und bei diesen Erziehungshilfen, sage ich jetzt einmal, wo man versucht, durch so eine Supernanny, die dann für 150 Stutz in der Stunde von einem Problemhaushalt heimkommt und dann quasi die Mutter muss erziehen, sie soll nicht mehr rauchen ums Baby herum und sie muss mit dem Kind alltag die frische Luft und gesünder ernähren und. Dort kann man es nicht so gut messen, die Fortschritte. Und dann kommt natürlich etwas anderes noch dazu. Bei Ihrem Beispiel hat es da wahrscheinlich einen Haufen Leute in dieser Institution, die das alles kontrollieren. Aber das Problem ist, nochmal, oder? KESB vergibt einen Auftrag und die Gemeinde zahlt und mehr erfahren wir nicht. Oder? Wie viele Mal haben wir schon KESB gefragt, können wir mal einen Zwischenbericht haben? Können wir mal schauen? Können Sie uns mal erzählen, was da für Fortschritte gemacht worden sind? Oder heisst dann, die nächste Woche ein Kind wird platziert und wir müssen erst recht viel Kosten zahlen? KESB muss nicht
der zahlende Stelle, der Gemeinde, die Rechenschaft ablegen. Das ist die grösste Fehlkonstruktion von der KESB und das führt eben so weit. Ich sage immer, KESB ist die einzige Behörde in der Schweiz, wo nicht kontrolliert ist. Checks and Balances und nichts ist dort, die sind niemandem Rechenschaft schuldig. Selbst der Geheimdienst, selbst der Nachrichtendienst muss einer Stelle Rechenschaft ablegen über ihr Vorgehen, nämlich im Parlament oder? Und der GPK-Delegation. Aber KESB nicht. Wenn es ein Gerichtsfall würde, dann wäre es wahrscheinlich dem Richter Rechenschaft schuldig. Aber so könnt ihr schalten und walten, wie es wollt. Und da die theoretische Aufsicht in der Direktion von der Schakel im Fähr, oder? Da kann sie doch rauchen. Das kontrolliert doch keiner, ob jetzt da wirklich für 30'000 Franken, wo das Geld ausgegeben worden ist für Familienhilfe, ob denn da wirklich Fortschritte erzielt worden sind. Das ist Fehlkonstruktion. Die sollte man endlich angehen. Das ist ja wirklich sehr grotesk, oder? Man sagt immer, wer zahlt, befiehlt. Aber da ist es genau umgekehrt, oder? KESB befiehlt und die Gemeinde muss am Schluss zahlen. Und da eben die Frage von Walter Portmann, wo man vielleicht gerade das kann anschliessen kann. Was kann man denn auf der Gemeindeebene überhaupt noch machen? Es sind ja wirklich die kantonalen und nationalen Vorgaben, es sind ja die SKOS-Richtlinien. Also sind eigentlich die Gemeindesozialbehörden nur noch Vollzugsbeamte? Oder würdest du sagen, es lohnt sich eben schon, wenn die SVP kämpft, auch um die Sitze in der Sozialbehörde und wenn wir dort gute Leute haben, die eben auch anschauen, kann man noch etwas bewirken auf Stufe Gemeinde? Ja, der Spielraum ist natürlich schon nicht sehr gross, oder? Aber es gibt einen Haufen also Situationen, wo es gut ist, dass man noch diskutiert. Weil wenn da nur die Verwaltung wäre, oder, dann wäre das immer, würde es immer den Weg vom geringsten Widerstand gehen. Oder wir haben nicht nur eine Aufsichtsfunktion, eine wichtige, die eine kostendämpfende Wirkung hat, sondern gewisse Sachen entscheiden wir auch. Da war zum Beispiel letztens ein Antrag in der Akte für einen Jungen, ich glaube aus Afghanistan. Nicht? Der hat irgendwie, ist der vielleicht 20 und hat einen Arbeitgeber gefunden, wo man grundsätzlich noch gratis arbeiten darf. Oder noch verdient er nichts. Wir müssen aber auch nichts zahlen. Aber dann hat der Arbeitgeber gesagt, Bedingung gesagt, dass er können Auto fahren. Und nachher ist ein Antrag bei uns auf die Gemeinde, wir sollen doch dem 20 Autofahrstunden finanzieren. Und ich glaube, wenn jetzt wir keine Sozialbehörde hätten, dann wäre das einfach bewilligt worden, oder? Aber wir haben lange diskutiert, wieso will jetzt der Arbeitgeber unbedingt genau den Afghan und wieso zahlt er das nicht selber, wenn er ihm ja etwas wert ist, oder? Und das sind so schwierige Entscheidungen. Auch immer mit den Zahnarztkosten gibt es immer Diskussionen, sollen wir jetzt das zahlen oder sollen wir noch einen gewissen Teil dieser Personen verrechnen? Darf man eigentlich nicht laut kosten? Das machen es trotzdem alle Gemeinden. Sollen wir jetzt das Arbeitseinsatzprogramm noch verlängern oder sollen wir einfach abbrechen und sagen, ey, das geht nicht mehr, das ist einfach nur noch ausgeschmissenes Geld? Und so, so kann man halt gleich ein bisschen etwas bewirken. Auch mit den Wohnungen, oder? Gibt's immer, zum Teil sind sie zu teure Wohnungen. Wollen wir jetzt das noch tolerieren? Und wenn ja, wie lange? Und wenn sagt man, jetzt müsst ihr im Fall einfach, jetzt müsst ihr zügeln. Auch wenn ihr 3 Kinder habt und euch ins Quartier eingewöhnt habt, ihr habt jetzt einfach zu teure Wohnung und müsst zügeln. All die Entscheide, die tut man schon im Gremium diskutieren und tut dann, bestimmt einfach Mehrheit. Noch kann man das und wir sollten uns auch dafür einsetzen, dass eben die Sozialbehörden nicht noch stärker entmachtet werden. Ist gerade noch eine weitere Frage aus der Runde? Eine Wortmeldung? Ich sehe gerade niemand. Du hast vorhin die Skosen angesprochen. Ich weiß nicht, vielleicht nochmal für alle die da nicht so tief drin sind. Das sind ja die Skos-Richtlinien. Die werden ja eigentlich von einer privaten Organisation erstellt und die sind ja jetzt im Kanton Zürich eigentlich noch nicht fix im Gesetz, aber sie gelten gleich oder sie sind einfach gleich verbindlich. Oder wie funktioniert das genau mit der Skos?
Ja, das ist eine unglaubliche Geschichte, oder? Das ist ein Verein, wo man beitreten kann, als Privatperson, als Stiftung im Sozialwesen oder eben als Kanton oder als Gemeinde. Und da sind auch sehr viele Mitglieder, hat er so. Aber der, ja, anstatt dass man ein Gesetz macht und der Gesetzgeber über die Höhe von diesen Ansätzen diskutiert und bestimmt, hat es einfach die private Organisation entschieden. Und im Kanton Zürich ist es leider auch so, dass ja eigentlich, wenn eine halbe Milliarde jedes Jahr von den Gemeinden und zum Teil auch vom Kanton, eine halbe Milliarde Geld rausgeht, dann sollte das eigentlich schon demokratisch legitimiert sein. Also dann sollte mindestens der Gesetzgeber, der Kantonsrat, das alles beschlossen haben. So ist es ja eigentlich sonst überall. Da hat das einfach der Regierungsrat einmal für verbindlich erklärt, in einer Verordnung, Sozialhilfeverordnung, Paragraph 17, die SKOS-Richtlinien sind maßgebend und jetzt müssen sich Gemeinden daran halten. Also bezüglich demokratische Legitimation liegt da sehr vieles im Argen. Gut, gibt es noch eine Frage aus der Runde gerade? Nein. Urs Simmen, ist eine Frage gerade oder eine Anmerkung? Darf ich mal dich etwas fragen? Und zwar, wird der Chat aufgezeichnet? Wird das aufgezeichnet, das? Also der Stamm selbst wird aufgezeichnet, ja, richtig. Ja. Jetzt, es ist unmöglich, dass ich der Einzige war, der das gesehen hat. Unten rechts, ich habe dir mal schnell einen Chat geschrieben, etwa um 19:45. Schau bitte unten das Bild mit 3 Fragezeichen. Ah, ja, wir haben den schon lange rausgerührt. Wir haben da einen Störenfried drin gehabt. Das gibt es ab und zu bei so einem Zoom-Chat, dass Leute wollen, unsere Veranstaltung stören. Das sind wahrscheinlich politische Gegner oder so. Und dann muss man die nachher rausrühren. Das haben wir dann sofort gerade gemacht. Ich denke nicht, dass ich mir da die Finger verbrenne. Selbstverständlich, ja. Nein, es ist heute sogar so gewesen, dass sie uns wirklich angegriffen haben. Es sind 60 gewesen, die gerade miteinander rein haben wollen. Und der eine, ich habe es erst gemerkt, als ich den einen reingelassen habe. Ja. Und ja, mit dem muss man rechnen, natürlich, wenn man das genau. Also das finde ich schockierend, ehrlich gesagt. Also. Das ist jetzt halt auch das digitale Zeitalter. Wir sind ja dann auch wieder froh, wenn wir uns wieder richtig physisch treffen zu einem Stammtisch. Ja. Aber auch den kannst du nicht verhindern, dass irgendein Spinner plötzlich in den Raum kommt und deine Veranstaltung wird stören. Auch das hat ja die SVP alles auch schon mehrfach erlebt. Also wir sind uns einen Haufen gewöhnt. Also nicht, wenn ich dann den Finger so geschwenkt habe, nicht, dass du denkst, das hat er jetzt Koks, oder? Sondern ja. Halt, jetzt müssen wir aber schon aufpassen. Ja, das ist klar. Wir kommen sowieso langsam zum Ende. Wir haben 8:30. Ich frage noch mal, hat jemand noch eine letzte Frage oder Anmerkung? Wir wünschen alle gute Gesundheit. Ja, das auf jeden Fall. Wenn das nicht der Fall ist, dann danke ich ganz herzlich der Barbara Steinmann für die sehr interessanten Ausführungen. Und wie gesagt, wir haben das aufgezeichnet. Wir werden das auch den Sozialbehördenmitglieder von der SVP zugänglich machen, die es noch nicht gesehen haben. Man kann es auch auf dem Facebook, man kann es auf dem YouTube nachschauen. Es ist ja sehr zu empfehlen für alle, die in dem Bereich etwas zu tun haben, dass wir da wirklich ein Auge drauf haben. Die Maria Graciona hat noch geschrieben, dass wenn dann die effektiven Arbeitslosenzahlen draussen stehen, dass dann das Blatt wahrscheinlich wendet. Zumindest, dass dann die Themen mal offener diskutiert werden und auch mehr in der Öffentlichkeit sind. Das bleibt natürlich zu hoffen, oder? Natürlich, auch wenn wir hoffen nie, dass es wirtschaftlich schlecht läuft und man hofft nie, dass man höhere Arbeitslosenzahlen hat. Aber es zeigt sich halt, dass die Leute erst dann, wenn es eben schlecht läuft, anfangen genau anzuschauen. Und solange eben alles gut läuft und man das Gefühl hat, man hat ja das Geld zum rausrühren, interessiert es eben niemand. Leider tickt der Mensch ein bisschen so. Gut, ich danke ganz, ganz herzlich und wünsche allen ganz einen schönen Abend. Danke. Ich hoffe, merci. Schönen Abend miteinander. Ja, ciao. Die Regierung hat gerufen zum Essen. Ja. Ja, einen guten. Ciao, Barbara. Ciao, Bruno. Ich bin mit euch zusammen.